Gude, hier ist wieder Stecki und ich wollte euch jetzt mal ein Video zeigen, was ein Kumpel im Overwatch hatte. Und weil wir ja im letzten Video keinen eindeutigen Hinweis hatten, dass der Spieler geschummelt hat, habe ich gedacht, dann zeige ich mal jetzt das Video. Er hat es mir geschickt zum Runterladen und deswegen ist es heute mal ein VLC-Player. Also danke JP für das Video. Man sieht auch oder man hört auch mich zwischendurch mal zwischenlabern, weil er es sich angeguckt hat, als wir im TS waren. Also in dem Video, ich sag's vorneweg, könnte man Zweifel haben an der Aufrichtigkeit des untersuchten Spielers. Es geht nicht so lange, deswegen können wir da recht schnell durchschauen. Also starten wir mal. Ihr seht, es steht 0-0, das ist die Aufwärmphase, das Spiel hat noch nicht angefangen. In der Aufwärmphase wird einfach immer ein bisschen rumgeballert, solange bis alle Spieler connected sind. Also ein Aimbot hat er nicht, weil dafür Ja, schießt er zu schlecht. still Eige. Wo ist meine Maus? Können wir ja mal stumm schalten. Weil ich habe gleichzeitig mein Video angeguckt. Eins. Also, was in der Aufwärmphase passiert, ist meistens nicht so ausschlaggebend, aber vielleicht das. Da war ja auch schon drauf. Aber er kann auch einfach nur auf die Tür gezielt haben. Da will ich jetzt mal nicht so kleinlich sein. Allerdings kommt gleich, denke ich mal, mehr Hinweise. Hinweise. Übrigens ist wieder das 2, die Karte mit den meisten Hackern gefüllt. Sein Teammate vor ihm ist gestorben, er ist umgedreht, hat ihm nichts geholfen. Nichts gesagt, so nicht geholfen. Gut, zweite Runde. Kleiner Blick durch die Wand eventuell, weil er so rüber ist, kann aber auch am Stingen liegen. Er bremst ab. Gut, in der zweiten Runde sind sie auch nicht ausgerüstet. Dann achte auf seine Schüsse. Rechts und links daneben. Aber jetzt, zack, durch. Die Wand. Er gibt kein. Ja. Ihm ist es jetzt egal. Vielleicht war es auch Glück natürlich, also man will es nicht ausschließen. Noch so ein Luckshot durch die Smoke. Wieder durch die Tür. Also. Hat so gutes Gehör, er weiß, wo der Spieler 10 Meter entfernt ist. Nächster Schuss durch die Tür. Also, es war zufällig, dass der Spieler. Dahinter. Und wieder durch die Türen. Ace. Nur durch Türen und Smoke. Also man soll ja im Zweifel für den Angeklagten sein. Allerdings ist es ziemlich schwer, ihm zu glauben. Und jetzt das. Man sieht sich das an. Das ist eine Darstellung. Er guckt nicht die ganze Zeit auf den Boden, weil er schießt auch weiterhin. Und so sieht man ja nicht die Gegner. Und er trifft auch noch Headshot übrigens. Sondern. So wird es angezeigt, wenn Spieler ein Spinbot oder auf jeden Fall ein Aimbot benutzen. Und man sieht das Ganze auch, sein Sichtfeld angeblich geht in eine ganz andere Richtung. Und er guckt nur rum und trifft direkt. Er springt, dreht sich, trifft. Zack. Also hier haben wir einen ziemlich krassen Cheater. Der benutzt auf jeden Fall das Tool. Sonst wird er auch nicht so treffen und nicht so laufen. Zack, er hat sich nicht bewegt, direkt Headshot durch die Wand gegeben. Durch die Tür.
Und so kann man natürlich auch seine Kills sammeln. Und so Spieler, die zerstören einfach nur das Spiel. Denen ist es völlig egal, was die anderen alle denken. Hauptsache, sie haben ihre gute Quote, ihre Kill-Stats stimmen. Achtung. Man sieht jetzt, die Spieler sind einfach nur bei CT, weil sie schon wissen, dass sie gegen einen Hacker spielen. Klack, klack, klack. Dreimal durch die Box. Easy Headshots. Headshots only. Kopfschüsse 100%. Also, deutlicher geht's ja auch nicht mehr. Er hat diesen Bot, er guckt auf den Boden, er gibt nur Headshots, er schießt durch die Wand. Easy peasy. Also da hätte ich. Ups. Können wir nochmal aufrufen? In dem Fall ist es halt ziemlich deutlich. Hier hätte ich angeklickt. Eindeutig und ohne Zweifel. Also, krasser geht's nicht mehr. Sichthilfe weiß ich nicht mal, ob es so ist, weil wenn man auf den Boden guckt, kann man jetzt nicht groß erkennen, ob er auch durch die Wände sieht. Er hat zwar durch die Wände geschossen, aber es kann auch die Hilfe sein, die Aimhilfe. Aber auf jeden Fall definitiv melden und hoffen, dass er gesperrt wird. Und ich hoffe, das war jetzt mal ein lehrreiches Video zur Überführung eines Hackers, eines Cheaters. Und da sieht man mal die Relation. Manchmal ist die Entscheidung nicht so leicht zu fällen und manchmal gibt es dann so Fälle. Von daher denke ich, das war's. Wert mal gezeigt zu werden und ich danke nochmal JP, Snert, dass er das Video geschickt hat. So. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.